Hallo ihr Lieben da draußen. Ja, wir haben die 5000 Abonnenten erreicht. Ob das so bleiben wird, ob das nach oben geht oder unten, da bin ich mal gespannt, was die Zukunft so zeigt. Aber ich habe für mich so ein kleines besonderes Ziel gehabt oder beziehungsweise wollte das mit etwas verknüpfen. Die Zahl 5000 an sich ist mir jetzt nicht so wichtig und war jetzt auch nicht ein hocherreichendes Ziel. Ich denke, mit diesem Kanal habe ich das schon bewirken können, was ich mir am Anfang gedacht habe, aber ich denke, jeder Mensch hat da so seine Aufgabe auf diesem Planeten und ich bin immer noch hier und höre nicht auf. Ganz im Gegenteil, ich habe immer mal ein bisschen angekündigt, dass ich mit euch noch was vorhabe und das wird jetzt peu à peu kommen. Heute allerdings, und deswegen, liebe Gartenfreunde, schaltet nicht ab. Die Menschen finden ja aus unterschiedlichsten Gründen zu mir. Der eine möchte irgendwie nur gucken, was ich im Garten so rumtüdel, möchte mir zusehen beim Gärtnern. Der andere möchte sich ein bisschen den Mehrwert hingeben und ein bisschen was mitnehmen für sich zu Hause. Und dann andere, die Schicksale teilen oder sich auch an sich selber erinnert fühlen bei dem, was ich so bisher preisgegeben habe. War ja noch nicht so viel. Ich denke, ich möchte mich auch weiter auf das Positive konzentrieren. Dennoch gehört zum Menschsein auch dazu, dass wir nicht immer gute Phasen haben. Und das habe ich auf diesem Kanal dann auch immer mal geteilt, aber natürlich nicht in der Dosis, dass mir alle wegrennen. Denn wenn wir uns nur mit dem Negativen beschäftigen, dann wie soll es uns da auch gehen? Aber mein Beweggrund in der Geschichte war natürlich, Menschen da draußen anzustecken, ihnen Mut zu machen, auch mit Handicaps im Leben irgendwie den Schritt in den Garten zu gehen, in diese Richtung. Und ja, mir schwirren da so viele Ideen noch im Kopf rum, was ich jetzt endlich mal raus möchte. Aber an alle Gartenfreunde da draußen, die jetzt mich gar nicht so viel schwafeln hören wollen, so wie gerade schon erzählt, habt ein bisschen Geduld. Gleich gibt es einen wunderschönen Gartenrundgang, einen Gartenrundgang aus der Permakultur. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen was erzählen und danach geht das dann auch gleich los. Ich habe zu den 5000 Momenten verschiedene Sachen vor und dieses Video soll sich ansonsten wirklich nur um Gartenrundgang drehen, um die Natur, um die Permakultur, wie wir der Natur halt was zurückgeben können. Ich zeige, was ich hier so mache. Auch wenn die letzte Zeit bei mir die Zeit im Garten sehr rar ist, weil halt privat auf anderer Ebene viel mehr los ist und das erfordert all meine Aufmerksamkeit. Okay, so. Des Weiteren zum Vorwort. Ich möchte unbedingt mal ein ganz großes Danke sagen. An dieser Stelle sehr, sehr angebracht. Zu viel Danke hängt den Leuten ja auch in den Ohren, aber heute ein ganz herzliches Danke für eure Unterstützung. Denn das alles findet nicht alleine statt, sondern weil das Ganze ein Wir ist. Ohne euch Zuschauer, ohne eure Herzen da draußen, ohne eure Aufmerksamkeit wäre das ja auch gar nicht möglich. Nun gut, mich haben auch noch dieses Jahr jede Menge E-Mails erreicht, vor allen Dingen, als es mir nicht so gut ging. Und auch da nochmal Danke. Ich muss dazu sagen, alle E-Mails sind verschwunden. Auf meine E-Mail-Adresse wurden die alle gelöscht, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Zu lange her war es noch nicht, falls da irgendwas eingestellt ist. Auf jeden Fall sind alle weg. Das tut mir sehr leid für alle, denen ich nicht mehr antworten konnte. Das hatte nichts mit euch zu tun. Ich habe einfach diese E-Mails nicht. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe auch nur begrenzte Ressourcen und kann nicht jedem gebührend und ausführlich antworten. Und trotzdem haben mich die E-Mails damals erreicht und die Menschen haben ja größtenteils auch Antwort gekriegt und wissen, dass ich sie gelesen habe. Okay, wie geht's jetzt weiter? Das ist noch nicht alles. Also ich denke, zeitnah werden so ein, zwei Videos noch kommen. Das mal so als Vorankündigung. Was ich davor habe, da könnt ihr gespannt sein, denn ich habe mit euch da draußen gemeinsam etwas vor. Ich kann leider noch nicht mehr verraten, weil wir wollen ja schleunigst zum Gartenrundgang kommen. Aber soweit sei es angekündigt. Wo geht's jetzt noch hin? Also ich bin auch tierisch aufgeregt, weil ich habe viele Tage gewartet. Die letzten Tage kleckerte das so hoch. Wollte ja bei 5000 Abonnenten das loslegen, ob es 5000 bleiben oder nicht, weiß ich nun nicht. Aber für alle, die jetzt zuschauen und immer noch zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch die Folgevideos dabei seid. Okay,
So, wir wollen zum Gartenrundgang kommen. Nee, gar nicht. Bevor ich zum Gartenrundgang komme, ich habe mir so einen kleinen Zettel geschrieben, weil alles, was ich so vorhabe, das kriege ich gar nicht runter. Das ist gar nicht so leicht, sich das alles zu merken, auch wenn ich sonst spontan sehr viel hinkriege. Ich muss einmal auf meinen Zettel gucken, was habe ich hier denn noch? Ja. Oh, krass, dass ich das vergessen konnte, weil das was total Großes ist. Das interessiert auf jeden Fall auch die Gartenfreunde, denn die Überraschung, die ich so angekündigt habe die letzte Zeit, ich habe einen Entschluss gefasst, der steht hier drauf und das habe ich völlig vergessen, weil ich es schon gemacht habe, auch schon im letzten Video. Und zwar ist es so, dass ich mich dafür entschieden habe, YouTube komplett bei mir werbefrei zu machen. Ich möchte, dass das Ganze bedingungslos geschieht. Ich möchte diesen Inhalt bedingungslos zur Verfügung stellen. Und da es aber trotzdem Nachfragen gibt, wie man mich irgendwie unterstützen kann, wird es auf freiwilliger Basis einfach ein Angebot für euch geben, wo ihr mich unterstützen könnt. Da möchte ich auch jetzt gar nicht weiter abschweifen, weil es geht nicht um mich jetzt gerade, sondern einfach werbefrei, weil wir haben so viel Werbung um die Ohren. Wie viel soll es denn bitte schön noch werden? Da werden wir kirre mit diesen ganzen Sinneseindrücken. Verwirrt den Kopf, alles nicht so schön. Und deswegen, bei mir gibt es ab sofort definitiv keine Werbung mehr. Vielleicht ist es auch den Zuschauern schon aufgefallen. Ich habe ganz bewusst in meinen Videos auch keine Werbung gemacht. Außer einer Ausnahme, die war aber nicht im Geschäftssinne, sondern eine freiwillige Sache nach meinem Antrieb. Und ich habe da auch kein Geld verdient oder so. Ne? Es ging reiner drum, Thema Saatgut. Ne? So, will ich auch nicht weiter abschweifen. Auch das wird jetzt erstmal nicht mehr stattfinden. Es wird gar nicht mehr stattfinden. Das Einzige, was kommen wird, dass ich irgendwelche Sachen, die mir wichtig sind, unterstützen möchte. Und ja. Ich hatte von Anfang an auch ehrlich gesagt kein gutes Gefühl zu monetarisieren. Das ist das, was man dann macht. Bei YouTube muss ich auch nicht weiter darauf eingehen. Und mir war von Anfang an unwohl, weil ich Werbung einfach generell, das ist mir schon längere Zeit zu viel. Ich bin nun mal ein sensibler Mensch und mir ist das echt über. Es war halt so, dass ich auf jeden Cent angewiesen bin. Hat sich auch nicht geändert. Aber ich muss sagen, ist für mich ein Tropfen auf den heißen Stein in meiner Situation. Und das ist auch ein Grund, was mich letztendlich dann dazu gebracht hat, das jetzt so zu machen. Also, für euch werbefrei. Ihr müsst hier bei mir nichts mehr befürchten. Ich werde, wenn dann irgendwas vorstellen, wo ich vielleicht bürokratisch verpflichtend oben Werbung einblenden muss. Aber dann geht es mir um die Sache, ja. Aber nicht um irgendwelche Werbegegenstände in Form von, es sollen Allgemeinwohlsachen sein. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich glaube, viele da draußen fühlen schon, was ich meine. Okay, jetzt habe ich doch viel palabert, aber diese werbefreie Geschichte, die muss ja auch sein, ist ja ganz wichtig. Schön. Fühle ich mich auch viel freier mit und kann jetzt auch mich in diesem Belang und auch im Videodreh dann noch mal ein bisschen anders entfalten, kann ich mal sagen. Weil das andere, das waren alles für mich Fesseln und ich muss und Druck, das ist, ich kann das nicht mehr und das geht gegen meine Werte und ich habe das jetzt lang genug gemacht. Lang genug war anderthalb Jahre, glaube ich jetzt, nicht ganz. Immer unwohl gefühlt, aber aus dieser Situation sind wir jetzt raus. Jetzt wird es werbefrei, jetzt wird das bedingungslos und jetzt geht's los mit einem Gartenrundgang. Jetzt habe ich doch so viel geredet. Ich komme wohl aus meiner Haut nicht raus, aber das ist dann halt so. Ist ja auch ein ganz besonderes Video für mich. Okay. Um mich herum, also unter mir, nimmt die Feuchtigkeit, die zieht immer mehr in die Schuhe. Ich habe das falsche Schuhwerk schon wieder an. Es war heute, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, diesig, neblig war da schon. Aber in meinem Garten gibt es viele Stellen, die echt super toll aussehen, die mich ansprechen, die mir ein tolles Gefühl geben. Natur ist echt was Schönes, Permakultur.
Echter Hammer. Ich habe auch die letzte Zeit immer mal wieder ein bisschen Permakultur gesuchtet, mich quasi ein bisschen weitergebildet, könnte man sagen. Legen wir einfach mal los, ne? Also hier Schwafel, Stopp. Und jetzt gehen wir in den Garten. Wo legen wir los? Ich würde sagen, direkt hier vorne machen wir hier so einen kleinen Schwenker und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Hier gibt es nämlich jede Menge schöne Sachen zu sehen. Oh, ich freue mich. Ja, los geht's. Hier vorne wächst immer noch Ringelblume, also Ringelblumen. Die sind hier noch vertreten, verteilen sich auch. Da sieht man sie, wie sie sich dann halt schon auch aussamen. Da, das ist so weit trocken, dass das auf jeden Fall, sie sich hier selber weiter verteilt. Gefällt mir gut. Auch mit dem Rucola richtig schön. Das habe ich mir vorgenommen, dann irgendwann mal ein bisschen freier zu machen, zum Mulchen, dass es auf jeden Fall über den Winter geschützt ist. Das will ich nicht alleine lassen. Und ich hatte ja nun gerade letztens erst das Erntevideo, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Und da war ich hier bei und habe Rucola gepflückt und ich habe sogar schon noch mal wieder gepflückt und es wächst und wächst und Rucola ist so ein tolles Gewächs. Ich feiere das. Okay, hier haben wir noch mal Ringelblumen von der anderen Seite. Und hier ist so ein Element, was so langsam wieder rauskommt, zu erkennen an den Steinen. Aber ich finde das auch mit den Erdbeeren echt ganz toll. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das komplett wild jetzt mal wachsen lasse und die Pflanzen dabei unterstütze bei dem, wie sie halt wachsen wollen. Das ist auch etwas, was ich nun in der letzten Zeit ein bisschen, was mich so wieder ein bisschen angetrieben hat, da noch ein bisschen mehr zu verändern und die Natur in ihrer Natur zu unterstützen. Bei der Permakultur, da kann ich nicht rein. Ich glaube, da kriege ich richtig nasse Füße. Obwohl, wenn ich vorsichtig bin, latschert sich das schon mal ein bisschen tief. Ja, in der Permakultur ist ja das Schöne, dass man mega viel machen kann, ohne was zu machen. Und wiederum durchmachen auch wieder das Ganze fördern kann. Im Prinzip weniger ist mehr, aber im Grundprinzip der Natur immer was zurückzugeben. Wow, sieht das toll aus hier vorne. Die Ecke gefällt mir auch schon richtig gut mittlerweile. Also hier in der Sonnenfalle haben sich jetzt echt verschiedene Sachen breit gemacht. Ich habe noch eine Chili stehen, die wird natürlich nicht bleiben. Die ist nicht winterfest, winterhart, wie auch immer man sagt. Hier ist ein bisschen Franzosenkraut zwischen, das würde ich durchaus da rausnehmen. Hier ist überall Oregano, hier ist an den Seiten sind ein bisschen Erdbeeren. Ich weiß nicht, das ist das frohlockt, dass ich die mal so lasse. Und nächstes Jahr gucke, was dabei rauskommt, wie sich das alles so verhält. Ja, Natur, Natur machen lassen. Gut, hinter mir, da habe ich den wunderbaren Palmkohl. Der sieht echt toll aus. Wird immer noch ein bisschen angeknabbert, stört mich nicht. Da gibt es genug frische Blätter, an denen ich bei kann. Also da und da steht einer. Da habe ich noch Minze. Oh, da auch noch Minze. Lässt sich immer noch ein bisschen beernten, aber der Geschmack ist natürlich nicht mehr so wie im Sommer. Das ändert sich natürlich schon. Gut, stiefel ich hier mal durch. Ui. Ja. Hier ist echt schön, ne? Kapuzinerkresse immer noch. Noch zwischen, da vorne gibt es noch erntbare Sachen, habe ich ja letztens im Erntevideo gezeigt, was das so ist. Aber vor eurer Nase seht ihr, dass ich fleißig war. Das ist hier so Kartoffelacker gewesen, ich habe die letzten Kartoffeln rausgeholt. Ein paar, die nicht mehr sein sollen, sind hier gelandet. Ja, aber an dieser Stelle habe ich jede Menge Sachen gemacht und zwar, ich habe mir wieder Laub, der schon am Kompostieren war, geholt und wiederum auch ein bisschen frisches. Darunter gibt es auch noch andere Sachen. Ich zeige euch das einfach mal im Bilde. Habe euch da ein paar Aufnahmen gemacht. Wie ihr sehen könnt, war ich fleißig und habe die Steine zermahlen. Da habe ich ganz unterschiedliche Sachen gemacht, habe auf jeden Fall Ziegelsteine genommen und die klein gemacht. Da könnt ihr es noch sehen. Die Rutenspuren auf dem Stein und letztendlich dann auch im Beet, damit hier ein bisschen mehr Mineralstoffe reinkommen. Und ja, habe dann nach und nach das hier alles ein bisschen verteilt. Auch die Schafswolle, die ich hier noch hatte, hat natürlich nicht jeder von euch da draußen. Aber ihr könnt immer so ein bisschen nach dem Prinzip Leben bringt Leben gehen. Wenn ihr Rasen gemäht habt oder also Mulchmaterial allgemein, alles was den Boden abdeckt, ist jetzt für den Winter super. Meine Absicht bei der Geschichte ist, dass der Boden hier deutlich mehr Nährstoffe und mehr Humus noch verträgt. Befindet sich ja im Aufbau, sowas geht nicht von heute auf morgen. Ja. Es ist schon so, dass ich hier dann so arbeite,
dass ich Kreisläufe herstelle und das, was im Garten so anfällt, so wie ich das auch in meinen Videos zeige, so landet das hier und da und ja, verteilt sich und Leben bringt Leben, baut den Boden auf und das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Es gibt Methoden, womit man das beschleunigen kann, aber ich für meine Bedingungen wähle den Weg, ist auf jeden Fall so am sinnvollsten. Ich habe kein Auto, ich kann nichts ranschaffen, muss das auch nicht. Ich denke, das, was man hat, kann man wunderbar nutzen. Und es gibt immer mal wieder Gelegenheiten, wo irgendwo was abfällt und ja, so entsteht dann halt so ein Garten. Ich habe aus dem Baumarkt bisher nicht zugekauft an irgendwelchen Sachen. Ich hatte mal hier diese Kokoserde geschenkt gekriegt, aber ich selber habe jetzt nicht irgendwie Blumenerde oder hier Erde für die Beete geholt oder Mulch irgendwie oder Hackschnitzel oder sonst was, sondern ich baue das so auf. Dennoch sind mir da schon Ideen gekommen, wie ich das dann noch ändern kann. Aber ja, das kommt dann in Zukunft. Hier für dieses Abteil bin ich soweit durch. Ja, diesen Bereich, der wird euch schon aufgefallen sein, den habe ich so ein bisschen ausgelassen. Also da vorne habe ich einen Trittstein, damit ich hier so ein bisschen mich besser bewegen kann. Aber hier kommt auf jeden Fall ein Kompost hin, beziehungsweise passiert das schon die ganze Zeit. Ich möchte das ein bisschen abstecken, wie beim Keyhole-Beet. Und dem Beet von dieser Stelle dann auch nochmal Nährstoffe geben. Also ich habe da ganz wunderbare Erfahrungen drüben mit dem Keyhole-Beet gemacht und ja, vielleicht lässt sich das überall so ein bisschen integrieren, verkürzt auch Wege, wenn man ein bisschen was loswerden möchte. Patz, ist das der Haufen. Gut, gehen wir mal ein Stück weiter und zwar hier vorne. Erstmal die Steine, die hier drumrum sind, überall die verschiedenen Ecken, die meisten da draußen kennen das schon, die mich ein bisschen länger verfolgen, beziehungsweise die sich mit Permakultur und Co. schon beschäftigt haben. Ich habe hier überall Räume, wo die Tiere sich verkriechen können, wo die geschützt sind, mit dieser Decke an Laub, Schafswolle und so weiter sowieso. Hier mit den Steinen, es sind überall Überlebensmöglichkeiten und auch hier, wo ich hingehe. Das sind wunderbare Möglichkeiten für Tiere, über den Winter zu kommen, überhaupt geschützt zu sein. Das ist nicht nur für den Winter wichtig. Also das ist hier so ein Abteil, auch wenn ich da so reingucke. Das könnte interessant für Igel sein. Das Igel habe ich ja bei mir schon gesehen. Auch Vögel, wie sie hier genistet haben. Das war echt, echt richtig, richtig schön. So, und hier vorne könnt ihr erkennen, ist auch ein bisschen was passiert. Die Orangenverbene, das habe ich in dem letzten Video, als ich im Garten war, vergessen oder vielmehr verpeilt. Das ist die Orangenverbene, nicht die Zitronenverbene und die wächst bei mir. Die habe ich einfach, ich habe zu Hause, noch ein Benjamin stehen, habe ich den mit rein und fängt an zu wachsen, neue Blätter zu bilden. Habe da erstmal so eine Stelle. Vielleicht lasse ich den auch in der Wohnung. Ich werde auch noch mehr probieren. Auf jeden Fall habe ich Lust. Ja, und was ist hier passiert? Hier ist nochmal Rasenmulch raufgekommen. Drüben war Gemeinschaftsarbeit. Gemäht hat dann wer anders. Und ich habe das dann abgezogen und dann ist hier überall Rasenmulch reingekommen. Und somit habe ich hier Schutz für den Boden. Gib dem Boden auch Nährstoffe ab. Ich habe hier nun mal Weißkohl, Rotkohl und Fragezeichen. Ein Rosenkohl dachte ich eigentlich, hätte ich auch noch hier zwischen. Das könnte der längste auch sein, wer weiß. Wird sich zeigen. Oder auch nicht. Ja, also das ist hier vorne passiert. Ich bin immer weit dabei, das zu erweitern. Hier vorne habe ich noch was liegen, sehe ich gerade. Das ist vom lieben Beinwell eine Wurzel. Das könnte ich, wenn ich mich nicht vertue, oder bin ich gerade verkehrt. Doch, ich meine, das war Beinwell. Den könnte ich noch in Stücke schneiden, verteilen im Garten. Mal gucken, was ich da noch vorhabe. Ich habe genug Beinwell. Aber es gibt durchaus Stellen, die ich noch für sehr interessant erhalte. Ja, hier hinter mir, das habe ich ja euch schon gezeigt, auch als ich ernten war. Hier hängen vereinzelt noch Sachen dran. Ich habe mich entschieden, ich lasse das dran hängen. Ich habe ein bisschen was gesichert für zu Hause. Und somit bleibt das jetzt so lange stehen, wie es nicht stört. Hier muss ich dann nachher mal gucken. Ja. Saatgut muss ich auch noch mal so ein bisschen gucken bei den Sonnenblumen. Aber ich glaube, die werden sich auch von alleine wieder ein bisschen verteilen. Das war ja dieses Jahr auch der Fall. Ich habe ja die ganzen, die hier sind, die habe ich ja auch so aus den ganzen Beeten raus. Und dann ist hier doch noch was Schönes entstanden. Und dann gab es trotzdem noch ein paar vereinzelt, die irgendwo rausgekommen sind. Ob da, ob da, ob da, ob da. Oder auch da vorne. Total schön, was die Natur immer vorhat. So.
Man braucht das gar nicht kontrollieren, immer alles, dass das immer nach, immer da geht's lang, sondern die Natur auch mal machen lassen, und dann entstehen echt ganz wundervolle Dinge. Ja, hier haben wir sogar noch ein bisschen Sonnenblume. Oh, gibt auch Duft ab, schön. Da habe ich jetzt eine gelbe Nase. Ja, wo gehen wir denn nochmal hin? Da vorne müssen wir nicht hin. Aber da können wir nochmal hin. Oh, ich sehe sogar noch einen Mond. Wie schön. Da haben wir den Mond. Oh, hier sieht das echt toll aus. Richtig toll. Ja. Rein theoretisch kann ich hier ein paar Sachen ernten, sehe ich gerade so. Aber ich habe zu gute Klamotten an. Oh, ich habe schon gesehen, ich habe mich eingesaut. Uiuiui, das ist nicht gut. Bin ich wahrscheinlich mit dem Schuh gegengekommen. Ah, ja. Also Rosenkohl sieht echt super aus. Das freut mich. Ja, und hier vorne, ja, hier findet sich auch noch was. Mal gucken, ob es da was zu naschen gibt. Mal kicken, mal kicken, mal kicken. Oh, schon leer. Und hier. Ah, da, 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 da. Leider nein. Da haben wir noch einen. Auch den Tieren verfallen. Ich komme zu spät. Also meine Erfahrung für dieses Jahr, Physalis viel früher. Also viel früher. Ich habe aber eine naschen dürfen. Eine durfte ich noch naschen. Und ein paar hängen ja hier auch noch, die vielleicht ja noch auf irgendeine Art nachreifen. Mal gucken. Ja, hat jemand vielleicht da draußen eine Idee? Kann man die zu Hause irgendwie noch nachreifen? Gibt es da eine Methode? Also wenn ihr da eine Erfahrung habt, Erfahrungen teilen könnt, dann immer her damit. Sowas ist immer interessant. Ja, da ist noch eine Zucchini. Die sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Aber die lasse ich da jetzt hängen. Die Zucchini-Art, die war nicht so meins. Jo, hier hängt noch ganz viel. Ja, mal gucken, ob da irgendwie noch mal was drum kommt. Ne? Die hat ja immer noch Blüten. Das gibt's ja gar nicht. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben ganze etwas über 8 Grad. Ne? Für die Temperatur. Ne? So, schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich habe übrigens bei der Geschichte da drüben, weil ich gerade die leere EM-Flasche sehe, effektive Mikroorganismen noch eingebracht, damit ich auch mit Schimmel und so keine Probleme habe. Ja, wunderbar. Hier sieht das eigentlich auch ganz wild aus. Das habe ich euch letztens auch erst gezeigt. Aber hier vorne, da haben wir richtig schön die Artischocke, die sich wieder durchsetzt. Da vorne kommt auch was. Hat man nicht 3? Waren das 2? Kommt da hier auch noch irgendwo was? Nee. Aber spannend, wie sich hier alles entwickelt. Ich sehe hier mittlerweile schon, dass sich das Leben produziert. Also es wird mehr, es wird unterschiedlich, es wird vielfältiger. Und das entspricht auch dem ganzen Garten. Ja. Die Quicke darf gerne noch ein bisschen zurückweichen. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Schön. Ach, herrlich. Und da vorne sehen wir noch ein bisschen Nachtkerze. So sieht gerade die Nachtkerze aus. Da haben wir sie nochmal in groß. Hat sich schon größtenteils ausgeblüht, aber komplett ist sie noch nicht fertig. Also vorne gibt es noch grüne Teile am vorderen Ende, oberen Ende. Hier auch nochmal die Artischocke von nahem. Hier kann man auch noch wunderbar erkennen. Da möchte sich nochmal was öffnen. Wunderschön. Da haben wir die Bartlichtnelke. Mich dann noch richtig? Ne, Kronlichtnelke, jetzt haben wir es. Ja, hat sich auch ein bisschen breit gemacht. Finde ich auch toll. Hier war ich immer noch nicht bei. War halt einfach kein Raum. Privates ist wichtiger gerade. Also anderes Privates. Ja, kann ich euch noch was zeigen? Ich glaube, größtenteils habe ich euch was gezeigt, aber ich bin schon auf dem richtigen Weg. Die Amsel da vorne im Baum. Ja, hier hat sich auch noch was getan. Und zwar habe ich hier im ganzen... Also ne, Beikraut entfernt, mal wieder durchgegangen und habe das mit unterschiedlichsten Materialien gefüllt. Hauptsache aber dem Laub. Habe da ein paar Schubkarren von außen hergeholt. Kann ja in der Nähe was holen. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Etwas her, aber ja. Und was ist zu sehen? Die anderen kleinen Bananenpflänzchen, die sich da so entwickelt haben um die Hauptbananenpflanze. Die kleinen Babybananen quasi. Die, eigentlich waren es 5, muss ich sagen. Aber ich sehe das von der Stelle hier gar nicht mehr. Wurde da was weggefuttert? Gehen wir mal einfach andersrum.
hier komme ich nicht ran. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe in der Hosentasche das Aufnahmegerät und mir ist das letzte Mal passiert, dass das zum Ende hin ausging und ich dann gar nicht mehr alles hatte, was ich so brauchte. Und das ist ein bisschen fatal, wenn das so ist. Und man denkt, man hat das ganze Video fertig und nachher irgendwas an Sinnhaftigkeit fehlt, was im Kontext, den Kontext ein bisschen durcheinander rüttelt. So, ich stehe jetzt von der anderen Seite einer Bananenpflanze. Ich glaube, hier ist es ein bisschen besser. Obwohl, so ganz überzeugt bin ich auch nicht mehr davon. Es kommt gleich ein Zug. Ja, hier bei den Bananen. Dame ein. Und ich meine, hier war auch was. Die ist komplett weg? Nee, da. Krass. Okay. Das habe ich eigentlich freigelassen. Da unten. Ja. Und Sven habe ich geschnackt. Wir wollen uns irgendwie noch welche in die Wohnung stellen, die hier rausholen. Und dann hat das ganze Ding eine hohe Überlebenschance. Könnt ihr auch sehen, wie weit ich reintreten kann, wie fluffig das eigentlich ist. Also da bin ich ja ordentlich abgesackt. So, und wenn ich die Kamera dann schon mal so in der Hand habe, könnte ich euch auch noch mal eine andere Ecke zeigen. Denn bei mir im Garten sind auf jeden Fall auch Pilze zu finden. Und wenn ich gerade beim Übergang bin, fange ich auch für den Übergang doch noch mal da vorne an. Oui. Und zwar, es gibt einen Pilz, den man essen kann, der in meinem Garten ist. Ich freue mich so. Ich weiß, ihr seid da draußen ja alle so pilzverrückt. Das habe ich ja in meinem Pilzvideo gesehen, was ich im Januar hatte mit dem Judasohr. Und ja, aber ich habe noch mehr Pilze, die mich, glaube ich, hier erwarten dürfen. Und eine Variante ist dieser gelbe, goldgelbe Zitterling. Ja, könnt ihr das sehen? Ich glaube, ich kann sogar richtig nah ran, fällt mir gerade ein. Da, so sieht das aus, kommt gerade raus. Gibt es noch mehr Stellen, auch da oben. Jo. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, ne? Also Pilze finden auch in meinem Garten, das ist total spannend zu beobachten, dieses Jahr noch mehr als letztes Jahr. Ich hatte auch letztes Jahr das erste Mal so Pilze bei den Kartoffeln mit im Beet und war ein bisschen irritiert und wusste nicht, weil ich ja nun von Pilzen gar keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen soll. Macht das was mit den Kartoffeln? Muss ich da aufpassen? Ach, hier liegt der Stein. Ja, Topinambu hat leider nicht mehr geblüht. Wollte aber, hat so ein bisschen Blüte gekriegt. Scheint der falsche Standort zu sein. So, ich schweife ein bisschen ab. Wir waren bei den Pilzen und ich habe Pilze hier hinten gefunden. Sehen meine Bäume gerade nicht schön aus? Richtig schön. Ich mag das. Ah. Nun gut, so sieht es bei mir gerade aus. Voller Laub. Ja, so. Und wo bin ich denn rumgelaufen? Hier habe ich einen Pilz gesehen. Da! Ist das nicht geil? Ich habe keine Ahnung, wann man den essen kann. Ich habe echt keine Ahnung. Aber der sieht ziemlich verdächtig nach einem aus. Der könnte von unten lila sein. Den habe ich entdeckt. Davon habe ich noch einen entdeckt. Ich bin ja hier immer so ein bisschen an Grassoden hinfahren und so ein bisschen, was man nicht im Garten haben möchte. Aber hier wachsen wundersamerweise Pilze. Hier haben wir noch einen. Der wurde auch schon angeknabbert. Muss ich ja mal gucken. Ich habe euch ja schon immer mal Buschfunkistan empfohlen. Und auch da vorne, guck mal, da haben wir auch jede Menge Pilze. Ich weiß gar nicht, komme ich da ran oder werde ich da gepiekt? Nee, es geht. Oh. Pilze suchen. So. Oh. Das sieht echt interessant aus. Da wächst was. Schön. Oh, jetzt hänge ich doch ein bisschen fest hier. Oh, das ist gar nicht so leicht hier rauszukommen. So. Ja. Ach, schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, jetzt schon. So, da hinten ist mein Sperrmüllhaufen, was ich nicht mehr so haben möchte. Jo. Also der Pilz, den finde ich noch richtig spannend, weil der sieht einem ähnlich, den ich... Oh ja, oh ja. Es
Jetzt will ich den Sven zeigen. Wir sind nämlich ganz wild die letzte Zeit mal los gewesen. Ja, was heißt ganz wild? Also so 2-3 Mal waren wir los, Pilze gucken. Und haben bei uns in der Nähe die Mauseberge genommen. Die sind ja auch schon in meinen Videos gewesen. Das ist ein Wald. Und dann haben wir da mal geguckt, was da so wächst. Ja. Und haben tatsächlich einen Essbaren gefunden. Ja, den wir aber in Ruhe gelassen haben, weil wir den wirklich nur an einer Stelle gesehen haben. Und da jetzt nicht irgendwie viele waren. Auch hier auch. Toll. Tja. Kapuzinerkresse ist hier auch toll. Ich finde die Ecke auch recht schön dafür. Aber die Tomaten im ersten Jahr, das hat auch was hergemacht, fand ich. Mir ist auch wieder eingefallen, wie die Tomaten heißen. Blue Pits. Die versuche ich wieder zu kriegen. Die waren echt lecker. Ja, zu den Pilzen möchte ich noch was sagen. Also ich war mit dem lieben Sven auf der Tour und ja, im Anschluss, ich habe ihn gefragt, ob wir da und da noch hin sollen. Das ist jetzt ein kleiner, ich verrate nicht wo, weil, also teilen immer, gar keine Frage und das wird auch weitergegeben. Aber wenn ich das jetzt so bekannt mache und hier viele Husumer sind, die vielleicht tatsächlich Bock drauf haben oder in Zukunft irgendwie mal zu mir treffen sollten, auch zu mir finden sollten, dann wissen sie gleich, wo es ist und holen sie das alle. Und zwar haben Sven und ich einen Delikatesspilz gefunden, und zwar den Riesenbovist. Haben den auch schon gegessen und es war so lecker, es war eine tolle Tour. Hat richtig Spaß gemacht, am Ende dann was in der Pfanne zu haben. Ups, ich muss mal das Ganze hier, ich bin ja wieder im Garten. So ist besser, ne? Ja, haben dann ein bisschen was gesucht und gefunden und da waren ganz viele und auch sind Bilder entstanden. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen gehoppelt, ja, habe mich selber rausgebracht, ich weiß. Und ja, es war echt toll. Das könnt ihr auch auf den Fotos sehen. Riesenpilz, haben auch geteilt mit anderen. war auch der einzig weiße. Wenn die braun sind, dann sind die voller Sporen, da auf keinen Fall essen. Aber die weißen, großen sind relativ einfach zu erkennen. Dennoch, bei Pilzen immer selber schlau machen, Selbstverantwortung übernehmen, vorsichtig sein, Respekt haben. Gut, so, das war jetzt ein wie lange Video? Ich guck mal nach. Ui, fast 50 Minuten. Ja, ist ja auch was Besonderes. Gut, ihr habt ein bisschen Permakultureinblick gekriegt. Oh, das Wichtigste habe ich vergessen. Das ist jetzt für alle, die dran geblieben sind, bis zum Ende quasi. Das Allerschönste habe ich vergessen. Ich wurde total überrascht. Hier, da guckt euch das mal an. Das ist der Ananassalbei, das Ananassalbei. Und da unten kommt auch, habe ich schon erzählt, ne? Da unten kommt eine Artischocke wieder durch. Ja, aber gehen wir mal hier hin. Guckt euch das mal an. Wow. Das sieht doch toll aus. Oh, die roten Farben. Oh doch, die kommen schon fast so rüber, wie sie sind. Echt schön. Hier noch ein klein. Hört ihr die Vögel? In der Medaille sitzen. Ich habe heute wieder diesen Vogel gesehen mit diesen gelben Flügeln. Habe ich schon mal gehabt. War ich nicht doof. Da haben wir ein bisschen was. Kann gar nicht ruhig halten. Die Kamera, die verdreht alles. So, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Nütchen X. ja, es geht auf jeden Fall spannend weiter. Das kann ich euch erzählen. Seid ihr mal dabei, wenn ich euch hier wieder reinpacke, weil ich gerade die ganze Zeit geschnitten habe wahrscheinlich. Ja, es ist so, dass ich noch was vorhabe mit euch. Es ist, das kommt jetzt Stück für Stück, ne? Und ihr könnt gespannt sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dabei seid. Und ja, weiterhin werbefrei. Und ja, lasst uns irgendwie weiter irgendwie der Natur was zurückgeben. Ich würde mich freuen. Ja, wenn das Ganze noch weiter wächst und mehr dazu beim nächsten Mal. Und ich sage danke, vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Unterstützen. Auch all die Nachrichten, Kommentare, alles, was mich bis heute erreicht hat, all die Gespräche, die ich auf der Straße geführt habe, wo Menschen auf mich zukommen, kamen, wie auch immer, auf welchen Ebenen, echter Hammer. Also muss man auch erstmal sacken lassen. Ich habe das noch gar nicht so richtig. Also doch, ich fühle das schon bis zum gewissen Maß, aber irgendwann ist dann ja auch
noch eine Ebene, wo man sagt, so, das werde ich irgendwann später dann begreifen. Okay, ihr Lieben, jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer Lars. Und weg.